Warum bist du denn traurig, Basteline? Ach, die Basteline, ja, die ist so traurig, weil der Ta Basteline die Tasche geklaut worden ist. Die Handtasche. Och, geklaut? Ja, geklaut. Hallo Kinder, ihr seid ja auch da. Ach, ich freue mich so, dass ich euch sehe, dass ihr wieder da mit dabei seid. Ja, die Basteline ist ganz traurig, weil die Handtasche aus dem Auto geklaut worden ist. Hast du den nicht abgesperrt? Ja, ich hab schon abgesperrt. Ich dachte, ich habe abgesperrt, aber vielleicht bin ich noch mal auf die Taste gekommen und ja, die lag halt dann gerade auf dem Beifahrersitz. Das war jetzt auch nicht ganz so günstig. Naja, kann man jetzt nicht ändern. Na, ich bin halt ein bisschen traurig, weil da so viele Sachen drin waren, die halt nie wiederkommen. Briefe und Bilder und die kann man halt nicht mehr machen. Na, und da bin ich halt schon traurig. Ja, man weiß aber nie, wozu es gut ist. Na, also da kann ich jetzt nicht so richtig finden, was da gut dran sein soll. Na, man weiß nicht. Nee, man weiß es nicht. Na, das stimmt. Da muss man halt mal noch abwarten. Was könnte man denn Schönes machen heute? Wollen wir was malen? Ja, das ist eine gute Idee. Genau, das ist eine gute Idee. Und ja, und vielleicht habt ihr schon gesehen, dass hinter uns ein neues Bild hängt, also steht. Ja, das alte Bild, was vorher war, das ist nämlich jetzt in einem Schaufenster. Es geht ja jetzt wieder ein bisschen los mit der Kunst. Und da hat die Basteline eine Apotheke mit ihren Bildern bestückt. Und dafür habe ich dann das Bild gebraucht und jetzt habe ich hier ein neues. Da arbeite ich jetzt auch schon wieder dran, weil es geht ja jetzt dann immer wieder weiter, ne? Ja, und wisst ihr was? Ja, was denn? Das war sogar in der Zeitung. Ja, genau, das war in der Zeitung. Da war nämlich die jetzt am Wochenende ein Artikel in der Zeitung. Schaut mal. Und da ist sogar ein Bild von der Basteline und habe ich mich sehr drüber gefreut. Na? Ja, und das Bild hast du extra machen lassen. Ja, das aber nicht für die Zeitung, sondern für meinen Führerschein. Der ist nämlich auch gestohlen worden. Ja, dann war es doch schon wieder für was gut. Meinst du? Na, wenn du jetzt keine Handtasche mehr hast und keinen Führerschein, dann hast du ja Bilder gebraucht. Genau, ich habe Bilder gebraucht. Ja, dann hast du aber auch gleich ein Bild für die Zeitung gehabt. Ja, so gesehen hat sie ja wohl irgendwie recht. Also vielleicht sollte es so sein. Bestimmt, bestimmt. Aber jetzt fangen wir an zu malen. Weil die Kinder sind schon ganz heiß drauf, was wir machen. Na? Ich habe nämlich die Woche mal mit meinem Enkel probiert, mit dem Luis. Und es hat uns beiden so viel Spaß gemacht. Und das möchten wir euch heute zeigen. Und ich räume jetzt alles her und dann geht's los. Bis gleich. So, ich habe jetzt alles hierher geräumt. Und zwar wollen wir heute so was in der Art machen, also sowas kann man machen da damit. Und wir wollen aber heute, also keine Landschaft, das haben wir jetzt schon öfters mal gemacht, sondern wir möchten heute mal ein paar Monster machen. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Wir brauchen für diese Technik brauchen wir ja erst einmal das ist ja wie gedruckt sozusagen. Und das macht man am besten mit Ölpastellkreiden. Das sind zum Beispiel solche Ölpastellkreiden. Die sind jetzt nicht so teuer, aber mit denen geht es auch wirklich gut. Und es lohnt sich auf jeden Fall, sich das anzuschaffen, weil da kann man nämlich auch ganz tolle noch andere Sachen machen. Ne? Und natürlich brauchen wir ein Blatt Papier. Und als erstes müssen wir das ganze Blatt mit der Farbe mit der Wachsmalkreide einschmieren. Ich habe jetzt hier, das war sozusagen das, was ich vorher gemacht habe, wo ich dann im Prinzip dann das Monster dann drauf gezeichnet habe.
So, aber bevor wir eben anfangen, müssen wir erst einmal das ganze Blatt voller Wachsmalkreide machen. Magst du mir da helfen? Ja. Okay, also. Und vor allen Dingen, also nicht weiß nehmen, das ist ja schon das Papier, sondern immer schön bunt und egal, wie ihr das macht. Was nehme ich denn für eine Farbe? Ja, das weiß ich auch nicht. Was gefällt dir denn? Ich nehme Rot. Genau, ist rot. Gut. Und dann geht's auch schon los. So, das sieht ja toll aus. Ein roter Punkt. Du willst noch was machen? Rosa? Ja, rosa sieht man aber nicht so richtig gut, Ronja. Es ist besser, man nimmt kräftige Farben. Genau, dann nimmst du noch das da. Also, bei der Technik, das können wirklich alle, das können auch die ganz kleinen Kinder. Und das ist uns ja immer wichtig, dass die ganz kleinen Kinder das auch können. Dir ist jetzt was eingefallen? Ja, bitte, was ich dir eine Freude machen kann. Okay, also dann. Muss ich jetzt aber weg. Da musst du jetzt weg. Okay, also dann, bis gleich. Oh, heute kriege ich ja noch ein Bussi. Das ist ja lieb. Also dann, aber du kommst wieder. Also das ganze Blatt voller Wachsmalkreide, das mache ich jetzt alles einmal komplett und dann bin ich gleich wieder da. So, schaut, ich habe jetzt dieses ganze Blatt mit der Wachsmalkreide bzw. Öl, Pastellkreide nennt sich das. Also ein bisschen wie Wachsmalkreide, aber mit Öl eben bemalt, also kreuz und quer, ganz bunt. Und jetzt brauchen wir ein Blatt Papier, ein weißes Blatt Papier, und das legen wir auf das Bunte drauf. Damit es nicht verrutscht, kann man da eine Büroklammer auch nehmen. Das mache ich jetzt nicht, aber damit es ein bisschen besser hält, vielleicht für die Kinder ist das besser. So, und dann überlegt ihr euch, also wie gesagt, wir wollen ja hier jetzt diese kleine Monster machen. Und da könnt ihr euch jetzt überlegen, was er da für Monster macht. Also es gibt ja auch ganz einfache Monster, aber Kinder können meistens die Monster sehr gut. Genau, also wenn man jetzt zum Beispiel anfängt, ich tue es jetzt mal. Ach so, und man braucht einen Bleistift, am besten einen mit so einer bisschen runderen Spitze. Das tut dann tun sich die Kinder leichter. Also nicht ganz spitz, sondern eher rund am Ende. So, und dann mit dem Bleistift dann zum Beispiel mal eine Form machen von einem Monster. Ich mache jetzt da mal einfach so ein paar Kratzeldinger. So. Mit einem Horn. Und dann kriegt es noch einen Mund. Und ein paar Zähne. Und Augen natürlich. Dann machen wir solche. Einfach rund. Also da könnt ihr euch austoben, wie ihr wollt. Zum Beispiel so ein Monster. Oder was zum Beispiel auch geht, ihr kennt vielleicht noch das Monster von der Monster AG. Der ist also auch ganz einfach. Da macht man einen Kreis. Einmal einen Kreis. Und in der Mitte kommt dann das Auge. Und dann noch ein wenig größer. Und dann hat er noch so einen schönen Mund mit so Zähnen, so liebe Zähne.
und zwei Hörner und die Arme. Auf der anderen Seite auch. Und die Füße sind auch ganz einfach. So, schaut mal. So kann dann der Gloss, der von der Monster AG aussehen. Ich mache jetzt hier einfach noch ein paar Monster drauf. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel, ach so, ich zeige es euch jetzt gleich mal, was dann passiert, wenn man jetzt das so malt. Wenn man das dann abzieht von dem Ding, hat sich das dann so abgedruckt. Schaut mal. Und man kann dann jetzt das zum Beispiel noch ausmalen und schön verzieren. Also wie gesagt, ich habe ja hier schon welche gemacht, das zeige ich euch nochmal. Und alles findet ihr ja dann auch wieder auf meiner Homepage www.die-pasteline.de. Da zeige ich euch dann wieder alle Sachen. Und man kann zum Beispiel auch eine richtige Landschaft mit sowas machen. Habe ich mal ausprobiert, eben gestern mit dem Luis. Also zum Beispiel so eine Wolkenkratzerlandschaft kann man da machen. Und unten haben wir dann das Wasser, haben wir dann mit Wasserfarben das Wasser nachgemacht. Also es gibt ganz tolle Sachen, die man da machen kann. Und jetzt weiß ich gar nicht, wo ist eigentlich die Ronja? Ich rufe mal die Ronja. Ronja, wo bist du denn? Ja, ich bin schon fast fertig. Fast? Ja. Na, da bin ich ja mal gespannt. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, darfst nicht gucken. Ich darf nicht gucken. Nee, ich will es erst hinlegen. Das erst hinlegen? Oh, was hast du mir denn da Schönes gemacht? Na, eine Handtasche. Na, eine Handtasche. Ach, so eine schöne Idee. Schaut mal. Meine neue Handtasche. Ach, ich könnte dich knuddeln. Ja, ich weiß. Ich bin ganz besonders. Ja, das stimmt, du bist wirklich einmalig. Das ist ja schön. Ach, da freue ich mich ja. Aber weißt du, was wir noch vergessen haben? Ja, was haben wir denn noch vergessen? Na, den Glitzer. Den Glitzer. Na, den kann ja ich dann drauf machen, den Glitzer. Na, und dann schneide ich es aus. Dann habe ich immer eine Handtasche. Ach, ich könnte dich knuddeln. Ja. Also, wir wünschen euch viel Spaß beim Nachmachen. Und nicht vergessen. Nicht vergessen. Na, und ja. Was soll man nicht vergessen? Ich weiß nicht. Du weißt es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich bin jetzt ganz konfus. Die Welt ist schön und bunt. Und Farbe macht glücklich. Genau, Farbe macht glücklich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.